Okay. Ah! Da seid ihr! Und wie ich sehe, habt ihr die Roboterspinnen des Professors besiegen können. Liebe Leute, ich habe eine frohe Botschaft mitgebracht. Es ist geschafft. Christian, wir haben es geschafft. Alle miteinander, wir haben es geschafft. Der Professor ist gefallen. Der Sieg ist unser. Endlich. Endlich sind wir frei. Und der Kampf hat ein Ende. Kurando, wir haben für dich gebetet. Genau so sieht's aus. Nun ist es zu Ende. Framek ist tot und wir können endlich unser Leben fortführen. In der Tat. Ohne Angst haben zu müssen. Kurando, es ist endlich soweit. Ich kann mein Glück kaum fassen. Ja, wir haben gemeinsam gekämpft für Christian, für uns alle, für unsere Freiheit. Wir haben gesiegt. Ja, ich weiß, ich muss mir erstmal meinen Pullover wieder anziehen. Mach ich kurz. Okay. So. Okay, und was machen wir jetzt? Erstmal die Sauerei hier weg oder feiern oder wie? Was stellt ihr euch vor? Und der Regen hört auf. Das ist ein gutes Zeichen, liebe Leute. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Kurando! Was? Framek! Wie kann das sein? Sie lagen im Sterben. Ihr Herz hat versagt. Und doch sind sie wieder zurückgekommen. Aber nein. Framek, ich sag Ihnen eins. Egal wie oft sie wiederkommen. Ich werde Ihnen ein für alle Mal den Chaos machen. Jetzt und für alle Zeit. Dann kommen Sie schon dort runter. Wir werden es hier beenden. Zwar sofort. Noch ist es nicht zu Ende. Meine letzte Roboter-Elite wird dich schon in Schach halten, bis die biologischen Kampftruppen von Kopernikus hier einmarschieren und euch vernichten werden. Was reden die für einen Unsinn? Sind die schon leicht dement oder was ist los? Roboter-Eliten? Biologische Armee von Kopernikus? Niemals. Sie werden hier nicht mehr gegen uns auftrumpfen können. Wir stehen gemeinsam gegen sie. Sehen Sie doch, wir sind in der Überzahl. Sie haben keine Chance mehr gegen uns. Und so wahr ich hier stehe, mit diesem Schwert in meiner rechten Hand, werde ich ihr Haupt von ihren Schultern trennen. Das verspreche ich. Da, sieh dir an. Was? Meine Roboter-Elite. Sie wird euch in Windeseile zermalmen. Oh nein. Es sind die besten Roboter, die ich je gebaut habe. Die perfekten Maschinen. Na, habt ihr Angst? Angst? Nein. Das solltet ihr. Seid nun bereit zu sterben. Uff. Roboter, tötet sie. Los. Oh, verdammt. Das sind ganz schön viele. Und dann noch die perfekten Maschinen. Das könnte ungemütlich werden, liebe Freunde. Roboter! Los! Hört auf mich! Warum bewegen Sie sich nicht? Na, erhören Ihre Maschinen Sie nicht? Diese vermaledeiten Roboter! Was soll das? Gehorcht mir und tötet dieses Bug endlich! Roboter, ich bin euer Meister. Nun tötet sie schon. Diese vermaledeiten Roboter, gehorcht mir. Ich bin euer Meister. Was? Ihre Roboter scheinen keinen Saft mehr zu haben, Herr Professor. Oh, soeben hat mich die Kunde ereilt, dass der letzte Reaktorkern in der Dimension von Timmy Thomason vernichtet wurde. Was für ein Debakel, nicht wahr? Was hat das zu bedeuten, Christopher? Wo bleibt die Unterstützung von Kopernikus? Christopher, tu doch was! Sie müssten jeden Augenblick eintreffen, Herr Professor. Doch werden Sie ohne Ihre Roboter noch so lange standhalten können? Teleportiere sie alle dorthin, wo der Pfeffer wächst! Nun ja, eigentlich habe ich nun schon Feierabend. Und zudem bin ich gerade so unsagbar lustlos, wenn es ums Kämpfen geht.
Immer dieses Rumgehops und Kraftgeprotze. Nee, man sollte es mal ruhiger angehen, Herr Professor. Du verräterischer Bastard! Das wirst du mir noch bezahlen! Du bist entlassen! Aber so schnell lasse ich mich nicht von euch an der Nase herumführen! Ich habe noch einen letzten Trumpf im Ärmel. Mit ihm werde ich euch auf Zack halten, bis die Verstärkung endlich eintrifft. Verstärkung? Dieser alte Zusel wird sich noch wundern. Mein guter Freund Klaus van Copernicus hat mir nämlich noch einen seiner DNA-Verfeiner hinterlassen. Damit werden meine verborgenen Kräfte entwässert. Es ist die Zeit gekommen, dass ich der Gott dieser Welt... Nein, der ganzen Welt werde! Ja, ich der Einzige! Ihr kleinen Schmalspurhengste! Dieser ist euer Ende! Was redet er nur für einen gequirlten Scheiß? Er ist sichtlich verwirrt. Er scheint kein guter Verlierer zu sein. Doch auch dieses jämmerliche Laienschauspiel wird schon bald ein Ende haben. So, das ist der Trank, der euch kaputt machen wird. Aha, möge er mir ewige Kräfte verleihen. Ja, den will ich gleich erstmal schön trinken. Lecker, lecker, lecker. Ich fühle mich wie Superman und Boltzmann. Ich könnte die ganze Welt auffressen. So ein jämmerlicher alter Mann. Ich kann es wirklich kaum erwarten, zu sehen, wie er vernichtet wird. Oh nein, was passiert mit mir? Es wirkt. Oh nein, Hilfe, ich spüre das Kribbeln. Ich spüre das Kribbeln. Ich spüre es. Oh, ich glaube, es Framek, Herr Professor van Copernicus möchte Ihnen höchstpersönlich noch eine Botschaft zukommen lassen. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Professor Framek. Copernicus! Wo bleibt die Verstärkung? Nun ja, wie soll ich Ihnen sagen? Heute wollte einfach niemand mehr anreißen. Sie, die Verstärkung Sie, ist dennoch... Was? War das für ein Dank? Ich sehe, haben Sie aber bereits meinen Trank eingenommen. Nun helfen Sie mir schon. Wir sind doch alte Freunde. Alte Freunde? Das ist nun mal Ansichtssache. Ich würde eher sagen, wir sind alte Konkurrenten. Allerdings war ich Ihnen immer zu überlegen. Ihnen hat nur die Einsicht gefehlt. Sie mit Ihrem albernen Roboter und diesem kindischen Technikkram gegen meine überlegenen biomodifizierten Superexistenzen. Sie sind nichts als ein alter, verrückter Narr. Ihre Zeit ist nunmehr. Ihre Zeit ist abgelaufen. Das Universum braucht einen fähigen Führer. Und das kann dann wohl nur ich sein. Sie... Was war das für ein Dank? Wie gesagt, es war tatsächlich einer meiner DNA-Verfeinerer. Aber nun ja, aus Ihrer verkorksten DNA, Herr Professor, lässt sich sicherlich kaum noch etwas gewinnen. Ich würde sagen, Sie sind am Ende, alter Freund. Auf Wiedersehen.
Professor Framek. Es passiert was mit mir. Es brennt. Ich brenne. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Und ich verliere den Boden. Seht mich an, wie ich wirklich bin. Haha, ich bin nicht der ich bin, sondern ich bin jemand anders. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Gott. Ja, ich bin euer Gott. Seht mich an, mich sollt ihr anbeten. Ich bin euer Gott. Ja! Kommt her! Ich zermalme euch alle! Ich bin Gott! Seht mich an! Das ist die wahre Gestalt eures Gottes! Zeigt Ehrfurcht vor mir! Betet mich an! Ich werde euch alle zerbersten! Ich bin euer Gott! Was ist das denn? Was willst du denn von mir? Warum bist du nicht, du Drecksack? In der Schippe kommst du zu mir, mit einer Was ist das denn geworden? Ist da ein Haufen angefangen oder was? Flammig! Was für ein würdiger Abgang für dieses alte Verlag. Nun ja, Kurando, damit sind die Wogen wohl endgültig geglättet. Ich denke, man sollte an dieser Stelle das Kriegsbeil begraben und getrennte Wege beschreiten. Was? Ist das etwa Ihr Ernst? Wollen Sie damit sagen, Sie verschonen uns und Luna Terracotta? Wirklich? Verschonen? Wo? Davon kann keine Rede sein. Ich habe andere Pläne für diesen Planeten. Und dafür muss ich ihn erst einmal nach meinen Vorstellungen formen. Du musst wissen, ich plane ein wunderbares Experiment. Ich will die Evolution von Neuem beginnen lassen. Und zwar genau hier. Doch, wie hat uns die Geschichte der Erde bereits gelehrt? Alles Leben beginnt mit einem großen Knall, nicht wahr? Was hat das zu bedeuten? Was wollen Sie mir damit sagen? Nun ja, Kurando, das werdet ihr gleich schon sehen. Und ja, es wird wohl das Letzte sein, was ihr sehen werdet. So lasst uns nun in Frieden auseinandergehen. Auf immer Wiedersehen, kleiner Held. Christopher, starte die Bombe! Wie Sie wünschen, Herr Professor. Nun, Kurando. Was zur... Hä? Was? Wie kommst du denn plötzlich dorthin? Und was ist das nur für eine Bombe? Ich dachte, wir wollten das Kriegsbeil begraben und jetzt sowas? Ich kann euch Anagonisten echt nicht verstehen. Wieso könnt ihr uns nicht einfach in Frieden lassen? Es tut mir wirklich leid, dass alles nun ein derartiges Ende nehmen muss. Doch, das ist nun mal der Lauf der Dinge. Euer Schicksal, das ihr akzeptieren müsst. In wenigen Minuten ist dieser Ort nicht mehr als totes Land. Dem Radius der nuklearen Explosion werdet ihr wohl nicht mehr entkommen können. So leid es mir auch tut.
Aber ihr solltet in Stolz dahinscheiden, denn dieser Planet Luna Terracotta, nein, konkret dieser Ort hier, also eure Basis, wird irgendwann die Wiege neuen Lebens sein. Drum, seid nicht traurig und sterbt in Würde. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Du warst doch rein vom Intellekt ein würdiger Gegner gewesen. Doch irgendwann muss auch unsere Rivalität ein Ende nehmen. Wie bin das? Was? Du darfst es nicht weitergehen. Was hast du vor? Das ist die Chance. Nimm das. Ihr könnt... Verschwinde von hier, Cucumber. Los. Ich übernehme das. Kurando. Ihr, wie du befehlst. Ihr macht einen großen Fehler. Einen Fehler? Den habt ihr schon längst gemacht. Nun bist du in meiner Gewalt. Wirst tun, was ich sage, und ich schlitze dir die Kehle auf. Du Elende. Also hör mir gut zu. Du wirst sofort deine Fähigkeit benutzen und diesen Sprengkopf in eine andere Dimension transferieren. Nein, niemals. Das kann ich nicht tun. Das wirst du tun, oder ich schlage dir den Kopf ab. Dann tu es einfach. Ich werde nämlich auch sterben, wenn ich die Bombe in eine andere Dimension schicke. Van Copernicus würde mich sofort hinrichten lassen, wenn ich sein Dystopia-Experiment zunichte machen würde. Dystopia-Experiment? Ihr wollt unsere Welt vernichten, nur um die Evolution von neuem beginnen zu lassen? Es mag zwar verrückt klingen, doch es ist der Wunsch von Professor Van Copernicus und denjenigen, die seine Vorhaben finanzieren. Es gibt also noch mehr von euch. Verdammt! Jedenfalls, nun öffne ein Portal oder stirb auf der Stelle! Wie gesagt, das kann ich nicht tun. Das Experiment hat oberste Priorität. Nun tu schon was! Rette meine Freunde! Das kann ich leider nicht. Selbst wenn ich es wollte. Man kann den Lauf der Dinge nicht beeinflussen, Kurando. Versteh das bitte! Versteh das oder töte mich! Kurando! Wir müssen uns beeilen! Wir müssen versuchen, unsere Freunde zumindest zu retten! Sonst ist es gleich zu spät. Die Zeit läuft. Du hast recht, Lycoris. Also, du Portal-Heini, dann nutze deine Fähigkeit, um uns zu retten. Rette wenigstens meine Freunde. Öffne ein Portal und lass sie in eine andere Dimension übertreten. Aber... Kein Aber. Tu es oder stirb auf der Stelle. Nun gut, du hast gewonnen. Dies ist nicht der Ort, an dem ich sterben möchte. Also öffne ich ein Portal in eine andere Dimension. Doch, Kurando, merk dir nun meine folgenden Worte. Wenn du deine Klinge auch nur für eine Sekunde senkst, wird sich das Portal sofort schließen und ich bin für immer verschwunden. Du entscheidest also, was du tust. Rette deine Freunde und stirb allein oder töte mich nun und geh gemeinsam mit ihnen zugrunde. So oder so, das Schicksal meint es nicht gut mit dir. Also, wie entscheidest du dich? Sei still, öffne das Portal und rette meine Freunde. Nun gut, so sei es. Raum und Zeit gehorche mir. Dimensionsportal. Nun öffne ich die letzte Pforte an einen Ort, an dem das Leben noch möglich sein wird. Nicht so wie hier, wo bald nur noch der Tod herrschen wird. Das Portal ist geöffnet. Jetzt zählt jede einzelne Sekunde. Also beeilt euch schon! Geht! Jenseits des Portals seid ihr in Sicherheit. Es ist der Ort, von dem ihr immer geträumt habt. Dann seid ihr endlich frei. Also worauf wartet ihr noch? Ihr müsst nur noch durchschreiten. Dies ist wirklich unsere letzte Chance. Also nutzt sie bitte! Bitte! Ich kann nichts anderes tun! Bitte geht endlich! Kurando, was ist denn nur mit dir? Wir haben gemeinsam für unsere Heimat gekämpft. Wir standen immer alle zusammen für unsere Freundschaft ein. Wir gehen also nur mit dir zusammen. Ich komme schon nach. Versprochen. Aber nun geht endlich. Wehe, du hältst dein Versprechen nicht. Ich warte auf dich. Wir wollten immer zusammenbleiben. Also bitte, lass uns nicht alleine. Alle miteinander. Folgt mir. Lasst uns endlich frei sein. Ihr habt sie gehört. Wir müssen endlich gehen. Vielen Dank für alles, Kurando.
Kurando, ich danke dir. Wir machen Karamba. Irgendwann. Versprochen. Verzeiht meine Taten. Ich bin voll Reue. Auf Wiedersehen. Komm, kleiner Bruder. Wir müssen los. Es ist Zeit zu gehen. Kurando, ich will dir für alles danken. Du warst immer ein guter Freund. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Bis dann. Nun geh schon, mein Großer. Ich komm gleich nach. Ich komme gleich nach. Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass du so gut lügen kannst, Kurando. Für die Rettung deiner Freunde scheint dir jedes Mittel recht zu sein. Ich komme gleich nach, keine Sorge. Wartet auf mich auf der anderen Seite. Geht schon. Endlich. Du nah, opferst dich für endlich. Diese Sonderlinge? Nun lass schon los. Das war's für dich und diese Welt. Auf nimmer Wiedersehen, Kurando. Oh, Gott sei Dank, sie haben es geschafft. Sie konnten alle noch jenseits des Portals schreiten. Nur ich bin übrig. Ich und diese Bombe. Nun ja, was soll ich sagen? Ich denke, ich muss mich mit meinem Schicksal abfinden. Ich muss es. Bleibt mir nichts anderes übrig, aber vielleicht sollte es so sein. Vielleicht soll hier alles enden. Doch ich bin ja nicht allein. Nicht wahr? Mein alter Freund? Wir haben so lange gemeinsam gekämpft, so viel erlebt, so viel durchgemacht. Ich denke, dann können wir nur noch gemeinsam untergehen, oder? Das bin ich dir schuldig. Für die Zeit, die du mit mir verbracht hast. Komm schon her, mein alter Freund. Ja. Die Zeit, die uns noch bleibt, die verbringen wir auf jeden Fall Seite an Seite, ja? Versprochen. Ich gehe nicht mehr weg. Schau dir an, was wir alles geschaffen haben. Erinnerst du dich noch? Hier zum Beispiel. Das Haus von Inge. Kennst du die gute Inge, die wir in Lurang kennengelernt haben? Was du mit der getrieben hast, hier oben im Schlafzimmer? Inge, ich glaube. Ich glaube, mir kommt's gleich. Oh, ich spiel's rein. Ja, soll ich? Meine Güte, dass du die bestiegen hast. Ey, ich konnte es damals nicht glauben. Ich kann es jetzt genauso wenig glauben, aber... Na gut. Und das hier alles, das haben wir gemeinsam errichtet. Nur wir beide. Weißt du noch, als du zusammengebrochen bist hier beim Bau? Da hast du gleich einen Kollaps gekriegt oder sowas. Ausmisten hätten wir das auch nochmal alles gemusst, aber... Nun gut, ist ja jetzt auch egal. Oder hier unten. Warum hast du einen Büstenhalter? Tja, weißt du, Kurando... Was mit diesen Haaren? Ich hab mir überlegt, so... Weißt du, ich will eine Frau werden. Was ist das? Wo du urplötzlich dein Geschlecht ändern wolltest. Wo du deine Transsexualität erkannt hast und eine Frau werden wolltest. Ja, dann hier den Reitstall, den wir errichtet haben. Beziehungsweise den ich errichtet hatte damals, als du weg warst. Für 6 Monate. Wirklich genutzt haben wir ihn nicht, aber... Nun gut, ja. Aber da erinnere ich mich doch noch sehr gut dran hier. Die Angelhütte samt kleinem Steg hier. Da wollten wir doch immer noch mal geangelt haben. Weißt du noch, wollten wir noch ein Boot bauen und hier mal die Angelrute auswerfen. Na gut, jetzt trinken hier die Schafe und Kühe wenigstens noch ein bisschen. Aber wir haben unser Bestes gegeben damals hier. Mit Black Death, Heavy Metal ist the law. Metalhead, der lässt sich nicht sagen. Lässt er sich nicht, Alter. Ein Metalhead, der lässt sich nicht sagen. Was macht ein Metalhead? Ach, das mach ich nicht. Ein Metalhead lässt sich nicht sagen. Ein Metalhead lässt sich nicht sagen. Nein. Meine Güte, haben wir sogar die Inneneinrichtung hier übernommen und eine zweite Etage raufgezimmert. Holzlatte auf Holzlatte haben wir hier gestapelt. Nur den wahren Nutzen haben wir nicht rausgezogen, aber es sah nun mal schön aus und wir hatten unsere eigene Angelhütte, ja. Und das war doch schon mal was.
das war wirklich was. Unsere eigene Angelhütte. Okay, gut. So. Dann wollen wir wieder runtergehen. Hätten wir so viel machen können hier eigentlich. So viele Fische noch fangen können. Aber ja. Okay. Dann wollen wir mal wieder zurückgehen. Zurück in unser Tal. Unsere Heimat. Unser Zuhause. So. Okay. Ja, die Treppe, die ist natürlich auch noch ein bisschen ramponiert. Hätten wir immer mal reparieren sollen, aber es ist ja so viel passiert. Nicht wahr? Und guck mal. Hier oben, ja. Der Gang, den hätten wir auch nochmal durchfegen müssen. Aber der Ausblick war traumhaft schön. Vor allem nach draußen. Ja, ja, ja. Oben hatten wir ja die Unterkünfte für die Zuschauer. Ja, aber ist noch ein bisschen blutverschmiert, der ganze Gang. Ach, das Zimmer vom guten Daikto. Ich hoffe, er konnte sich in Sicherheit bringen. Ich hoffe es wirklich. Ja, ja. Aber schon mal Schönes gebaut. Also, die Wallanlage hat mir schon sehr gut gefallen. Hier war... Ah, okay, ja. Hier haben ja auch mehrere Leute schon gewohnt gehabt. Leider konnten wir nicht alle Wohnungen vermieten. Dafür blieb uns dann nicht mehr genug Zeit, aber... Ja, ist nun mal so. Ach, hier, Mr. Wangs chinesische Medizin! Mit dem Roboterwrack hier in der Ecke. Meine Güte, da hat uns der alte Chinese aber ganz schön vollgesappelt gehabt in diesem Laden. Ich hoffe mal, dass er glücklich dort ist, wo er jetzt hingereist ist, jenseits des Portals. Ich hoffe, es ist eine schöne Welt, die auf ihn wartet. Genauso schön wie unsere hier. In unserer persönlichen eigenen Schmiede. Das Lavabecken, da hätten wir noch ganz schöne Schwerter aus feinstem Metall raus bauen können. Ja? Amos haben wir auch kaum benutzt. Kaum genutzt, ja. Na gut, was soll's. Okay. Und da haben wir unser Lager. Beziehungsweise das, was mal ein Lager hätte werden sollen, ist dann nicht ganz fertig geworden. Ein paar Kisten fehlen noch. Hier haben wir das Loch immer geflickt gehabt, weil wir da mal reingestürzt sind. Und ja, da fehlt noch einiges. Ach, hier haben wir doch ein Loch gegraben. So ein Erdloch. Wollte doch Boss Martin ein Rauchen drin, ja? Erdloch rauchen. Haben wir dann letztendlich doch gelassen. Nun gut. War schön. Und haben wir hier nicht bei dem Bau der Schmiede den Bruce Danell kennengelernt? Catwalk Trainer und so? Bruce! So muss der Market Knobs, wenn ich gut. Ursula, Ursula, du drehst dich noch einmal bitte um und machst so. Gehst du da ganz straight on und kommst du durch und mich zu. Du musst mir in die Augen schauen. So straight on sind wir dir auf den Catwalk geschritten, ja? Hier live in Minecraft. Und dann natürlich hier das Bauwerk, was die gute Lycoris im Rahmen ihres Strukturzaubers geschaffen hat. Ja, viel leerer Raum, viele Fläche, die wir noch hätten benutzen können. Läden sollten hier stehen, ein Waffenhändler, Blumenhändler und so weiter und so fort. Wir hatten ja so viele Pläne gehabt. So viele Pläne. Wenn ich dran denke, dort oben das Café. Das Café ganz oben ist wirklich feinste Zauberkunst, die sie geliefert hat. Ah, und das ist also das Café? Ah, cool. Sehr, sehr cool. Da sind die Warteplätze. Hat nicht mal einen eigenen Namen gekriegt, das Café. Na gut. Namenlos geht es nun wohl unter. Aber schön war es auf alle Fälle. Hier an den Tischen hätten wir sitzen können. Mit unserer großen Familie. So zum... Abendessen oder so, mal hier noch einen kleinen Espresso sich reinzischen lassen. Ja, das wäre doch was gewesen. Selbst mit Freiluftterrasse hier oben. Wir wollten mal so viele Grillfeten veranstalten. Ja, und hier saßen wir ja, mit der guten Lycoris, als dann plötzlich hier dieser dicke Kauz ankam und seine Tasse aufgegessen hat. Ja, das war ja's. Das war was, ne? Also, da kam ich auch nicht drauf klar. Aber war schon schön hier. Als wir gemeinsam saßen und uns unterhalten haben. Einfach nur unter dem Sternenhimmel zu reden. War ein besonderer Moment, muss man schon sagen, war ein ganz besonderer Moment. Aber wie der Begriff Momente schon impliziert. Ein Moment geht um. Ein Moment vergeht. Wie die Zeit insgesamt, die wie Sand durch die Finger rinnt, ja? Nichts Konstantes.
Nichts, was man festhalten kann. Was bleibt, sind meist nur die Erinnerungen, ja? All das, was im Kopf ist. Zumindest so lange, wie man existiert. Und jetzt werde ich auch noch nass geregnet. Ja, es passt zur Stimmung. Das Wetter passt sich tatsächlich an. Komm, gehen wir mal kurz wieder runter. Damit wir zumindest ein bisschen im Trockenen bleiben. Aber, na gut, ob wir jetzt nass werden oder nicht, ist halt auch nicht mehr so wichtig. Okay, gut. Ne, der Bau hat mir aber echt glücklich gefallen hier. Das hätte eine Einkaufsmeile werden können. Eine richtige Mall. Hätte. Das ist der Begriff schlechthin. So, jetzt wollen wir doch nochmal durch den Regen ums Kämpfen. Nicht wahr, Christian? Krieg deine Birne wenigstens noch ein bisschen Wasser ab. So, hier hatten wir ja... Paradise Garden. Luxus-Apartments hier. Und auch der Name von Rex Corazon hier überall. Und die Hälfte nicht bewohnbar. Nachdem wir hier einiges erlebt haben, ne? Vor allem hier mit Zimmer 1408. Der pure Horror, der uns dahinter erwartet hat. Ja, der Fantast, oder wie sich der Assassine genannt hat. Der Psychokiller mit dem Messer. Oh, da läuft mir immer noch ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Genauso wie, wenn ich daran denke, was hier oben auf uns gewartet hat. Das Zimmer von der guten Quadalot, a.k.a. Quadakot. Wo sie hier da, ne? In dem Zimmer, da lag sie auf dem Boden. Halb abgeschlachtet, mit dem Arm vom Leib gerissen. Ja, was, ey? Wie bin ich schon? Schön. Sie. Hörst du mich? Sie. Mein Gesicht. Was? Ist in Ordnung. Nein, dein Gesicht ist hübsch. Du bist doch hübsch. Ja, dein Gesicht ist auch meine. Kannst du dich da noch dran erinnern, ey? Da tat sie mir fast schon leid und jetzt hat's aufgehört zu regnen. Na, dann können wir mal wieder rausgehen. Viel mehr gibt's hier auch nicht mehr zu sehen. Hier drinnen in diesem Apartmentkomplex. Ach, Christian. Was wir nicht alles erlebt haben hier. In dieser Welt. In unserer Welt. Abgesehen hier von diesem Bohrkörper von Professor Framek gab's da hinten zum Beispiel. Was ist das denn? War das ein Lichtspiel am Himmel? Aber hier. Die Pilzinsel, die einstmals der Tittentempel war. Also du willst mir jetzt sagen, ich habe vor meinem Haus einen Tittentempel, der befüllt ist mit Bitch-Sluts. Der ist randvoll mit den bitchigsten, verhurtesten, mit Sexualkrankheiten infiziertesten Schlampen, die dir jemand weglaufen. Was? Die bewachen und malträtieren Christian. Und ich schwöre, dann habe ich richtig Mitleid bekommen, weil ich weiß, Christian, es war manchmal nervig und so, aber ich kenne ja deine Videos, der ist eigentlich ein... Die Oberbitch. Oh ja, die Oberbitch, Mandy. Meine Güte, das war ein Kampf mit dem guten Boss Martin. Edelmann, Goldglanz und Deutsche und Gabbana. Hat er seine Haftgranaten auf uns herabregnen lassen, ja? Gott sei Dank hat er da letztendlich nicht unsere Beauty-Klinik von Dr. Lang zerstört. Das wäre dramatisch gewesen. Das ist auch so ein ordentlicher Prunkbau gewesen. Und was wir hier nicht alles erlebt haben. Christian, weißt du noch hier? Was war das nochmal? Treffpunkt 18 mit Jeff? Tommy. Wie heißt du nochmal? Nein, Jeff! Jeff. Ich heiße Jeff! Ich kann nicht mehr. Ich konnte es gleich an. So, was ist denn da? Girlie, was ist denn jetzt los hier? Kriegt ihr das hin? Ich würde dich am liebsten jetzt auch nochmal fragen, wie du heißt. Ich denke, wenn du jetzt antworten könntest, wüsste ich, was du sagen würdest. Aber gut. Ja. Man muss das alles ein bisschen ironisch sehen und man darf da nicht zu sentimental werden. So, hier das Büro von Dr. Lutten. Ja, da liegt noch mein Blut. Ah, der gute alte Doktor. Hoffe, er findet auch sein Glück in einer neuen Welt. Gemeinsam mit den anderen. Ja. Ach, das war aber auch schön hier, ne? Kleinen Garten hier drinnen. Gleich hier mit Blick auf den Dschungel da hinten. Das kleine Schäfchen, ha? Guckt uns hier zu. Guckt uns zu, aber... Nun ja. Der Botox-Container. Der Botox-Container ist die neueste Weiterentwicklung auf dem Schönheitsmarkt. Mit dieser einzigen Maschine kann man wirklich alles machen. Ob Bruststraffung, Brustvergrößerung, Genitalchirurgie, Laserchirurgie, Schweißdrüsenentfernung, Brustverkleinerung, Fettabsaugung, plastische Chirurgie, also Gesichtsstraffung, Nasenkorrektur. Ob dich
Herr Dr. Lang vielleicht noch heile gekriegt hätte? In dem Zustand, wenn er dich jetzt in deinen Kopf in den Botox-Container reinwirft? Weiß er nicht. Ich zweifle dran. Aber, wie dem auch sei, wir lassen mal die Klinik hinter uns. Lassen das schließen die Türen ein letztes Mal. Und sagen auf Wiedersehen. Und in dem Sinne gehen wir nochmal zurück. Zur nächsten Etappe. Ich weiß jetzt gar nicht, wo kann man da noch hingehen? Ach, da fällt mir ein, hier. Ja, das ist ja auch noch, das war noch ein Schandfleck hier im Tal gewesen. Aus meiner Sicht zumindest. Da sollte ja auch irgendwie mal Mineneingang oder sowas werden. Ich weiß es auch nicht so recht, was das mal werden sollte. Aber letztendlich hat sich ja hier doch noch ein Nutzen gefunden. Denn der Gang führt ja, weißt du noch, Christian? Genau, zum Gefängnis. Am Zimmer vom guten Josef vorbei. Josef Fotzmann. Ja, seine Wonnekammer. Unbewohnt leider. Nicht mehr viel übrig von dem guten Counts. Aber wir werden ihn sicherlich bald wiedersehen. Vielleicht bist du ja auch schon bei ihm, Christian. Oh, fuck, das was? Die Tür ins Gesicht geschlagen. Das ist ja ein Zeichen. So, unser schönes Gefängnis, wo ja hier einst mal der gute Rex Curaçao drin lag. Den wir ja leider vergessen hatten. Und oh, er sah ja dann nicht mehr so ganz gut aus. Sexy Rexy. Hey, lass mich raus. Was soll denn der Blödsinn? Ich glaub's ja nicht. Wie bin ich denn hierher gelangt? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Ja, es ist wahr. Er hat uns ganz schön Probleme noch bereitet. Trotz seines Ablebens, ja? Mit seinem Bruder Preston. Diesem ekligen Perversling. Gott sei Dank sind wir dem nicht mehr begegnet. Ich hoffe mal, dass der auch die Flucht nicht schaffen konnte, dass er mit uns hier untergeht. Ja? Also dem wünsche ich es nicht, dass er es irgendwie geschafft hat. Oder wie seht ihr das? Liebe Leute, seid ihr überhaupt noch da? Seht ihr mir überhaupt noch zu? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ihr wart so lange an meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid auch hier in das Portal geschritten. Seid nun bei den anderen. Dann müsstet ihr nicht das Schicksal hier teilen. Das Schicksal, was wir hier gemeinsam sonst beschreiten müssen. Die Toilette hier. Oder hier, der gute Humbert. Die Kugel sagt. Was sagt die Kugel? Ja, es ist ein Grab. Ich will ja kein... Aber nein, keine Grabstellung machen. Nein, lass es. Ich muss es tun. Nein. Es ist... Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Und ich guck einfach... Das ist der Sarg. Das ist Humbert, Skelettschädel. Oh nein! Lederharnisch, ein Eisenschwert. Oh, ein Eisenschwert ist doch ganz cool. Ja, das Ende ist nur der Anfang, schrieb Humbert einst. Hier in seinem kleinen Unterschlupf. Seiner Gruft sozusagen, die wir ja per Zufall beim Wanddurchbruch gefunden haben, als wir hier mit der guten Elvira Magarotta umhergeschritten sind. Und dann haben wir hier den Korridor nach unten errichtet. Zu unserer ersten Zuschauerunterkunft. Ja, das war doch noch was hier. Unsere ersten Freunde, die hier Eingang gefunden haben in unser Tal. Lukas Speth, Marken Navrot und Co. Arne Runau, ich erinnere mich noch zu gut dran. Aber ja, das ist die Vergangenheit. Und als wir das errichtet hatten, war doch der gute Erwin von der Firma Rohrloch und Co. Oder wie die hießen dabei. Meine Güte, das war eine echte Nervensäge, der Typ. Aber hatte auch was Herzliches an sich. Ja, der schlechteste Minecraft-Spieler der Welt. Ja, ja, unsere kleine Kommandozentrale. Da haben wir unsere Meetings abgehalten, soweit das nötig war, und sind ja gemeinsam mit Herrn Wang an seiner Seite in den Untergrund geschritten, ja, wo er von diesem fetten Monstrum gekidnappt wurde und wir da so eine kleine Rettungsaktion gestartet haben. Meine Güte, haben wir viel erlebt, liebe Leute, wenn ich so zurückblicke, ich kann das gar nicht glauben, ja. Leider schade, dass wir da die Türen jetzt schließen müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes, die letzte Tür hinter uns zumachen. Ja? Aber so ist das nun mal. Man muss vieles, denke ich mal, akzeptieren. Um es zu verstehen auch. Ah, und das Haus, das hatten wir doch gebaut, als ich parallel gerade in der Opernvorstellung war. Wisst ihr das noch? Das war relativ am Anfang. Ja, da haben wir das hier gebaut gehabt, das weiß ich noch. Das war doch dieser Cabanossi Camaro, oder wie der hieß? Irgend so ein alter Opern
Dudelsack, keine Ahnung. Hat gesungen wie so eine abgewrackte Wurst. Was ist denn los mit ihm? Was wurde Zeit? Der Roland, der ist tot. Er ist nicht mehr. Auf einmal ist er komplett auf den Kopf zu schweißen. Echt? Und jetzt gehörst du mir. Du bist mein und wirst auch mein sein. Genial. Ewig bist du jetzt mal. Meine Güte, das war echt ein Gequäkel und Gelaber, ey. Bah! Ich gehe auf jeden Fall nie mehr in eine Oper und, ja, ich geh wirklich nie mehr in eine Oper, glaube ich. Ach, aber trotzdem, wir haben dabei sowas Schönes hier gebaut, ja? So ein schönes Haus errichtet. Nun gut. Hier unser kleiner Grillplatz, da konnte man auch mal immer was Schönes abhalten und hier konnte man immer nach unten gucken. Ach ja, Christian, und hier, da müssen wir nochmal reinschreien. Das ist dein Bergdomizil, extra für dich errichtet gehabt. Ja? Guck mal, hier hätten wir zu viert sitzen können, wenn du nicht hier vorher einen Abgang machst. Hätte niemand mit rechnen können, dass es so schnell geht bei dir. Oh Gott, ja. Du hättest es so schön hier haben können. Und hier dein kleines Porno-Schlafzimmer, wo du dich hier vor dem Fenster hättest entblößen können morgens, ja? Und natürlich hier ein schönes Badezimmer. Da hättest du mal getraute Zweisamkeit mit der guten Quader oder mit Inge zelebrieren können. Ich glaub nicht, dass Lycoris mit reingekommen wäre, ja? Die hat ja deinen Gelaber hier mit dem Alpaka schon schockiert gehabt. Was denn, was ist denn? Ich sag mal, du weißt ja so als Mann, wenn man ja so allein und einsam in den Bergen ist. Was ist dann? Dann, ja wie gesagt, da sieht man auch gar keine Frauen und so. Oh nee, das darf mich da hingreifen. Ich will, nee. Also, ja, was ist dann? Komm, Haus raus. Dann hab ich mir ab und zu mal so ein Alpaka. Nein! So ein Alpaka. Nein, nein! Nein, Christian, komm, wir können. Da hast du echt manchmal ein bisschen zu viel Unfug gelabert, glaube ich. Letztendlich, wenn ich mir das so recht überlege, ja. Du hast zwar hier gut mit beim Feld geholfen, das hier zu bewirtschaften, aber was dabei geredet hast mit deiner Klassenfahrt nach Schweden und deinem Lebenstraum Braunschweiger Atomuhr, der ganze Killefitz, den du da rausgelassen hast, ja. Aber das war's ja, was sympathisch war. Und erinnert sich daran noch dran, ja? Da hat uns versucht der kleine Timmy Thomason. Ja, der hat versucht, uns hier zu fangen. Würde mich mal interessieren, was mit dem passiert ist. Ja? Nachdem er uns da wirklich die Falle gestellt hat. Kleiner Drecksack. Nun gut. Dann wollen wir noch einmal ganz kurz hier hinten hingehen. Denn da war ja auch noch ein bedeutendes Bauwerk. Achtung, jetzt bloß nicht in die Falle schreiten. Und aus, ich bin natürlich wieder reingelaufen, aber Gott sei Dank passiert hier jetzt nicht nochmal was. Ich will nicht nochmal von so einer riesen Gottesanbeterin hier angegriffen werden. Also das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ne? Also, ich will jetzt meinen Frieden finden. Zuletzt. Den Frieden, den ich hier so selten gefunden habe. In Nähe dieses Hauses. Wo der gute Roberto gewohnt hat, in der Villa Copacabana. Hallo, was ist das für eine Kackmusik? Warum wiederholt die sich andauernd? Zutritt verboten, weit im Bau. Schon klar. Was ist denn hier los? Hallo? Ich denke, was ist das? Ich sage, was ist denn los? Junge Freund, probiere dich. Nee. Da. Kurando hier. Bitte. Fiesta, Mexikaner, oder was? Puh, dann wollen wir mal verschwinden. Die Erinnerungen daran sind mir jetzt gerade ein bisschen zu laut, muss ich eingestehen. Und zudem habe ich so ein komisches Gefühl, mein Freund. Irgendwie glaube ich, dass sich unsere Zeit nähert, ja? Moment, jetzt nicht schon wieder rein. Jetzt laufe ich da schon wieder in diese Falle. Ich weiß nicht, die Uhr tickt. Ich habe das Gefühl, wir müssen zurück. Zurück zu unserem ersten Haus. Da hinten der, ja, weißt du das noch hier? Guck mal da, der Drachenfels. Den hast du, glaube ich, als Drachenfels bezeichnet gehabt, oder? Ja, ja. So, mach mal nochmal zu. Wir sind zu Hause, Christian. Hier sind wir wahrlich zu Hause.
Komm, lass uns reingehen. Nee, es geht also weiter hier auf der Leiter. Wir müssen hart mit Mühe und Not unser Häuschen bauen. Scharfe Häuschen. Ich glaube, wir sind... Da sagen schon die alten Schwaben. Die alten Schwaben. Ich glaube, wir sind jetzt die allerersten, die das festgestellt haben, dass man nicht mit dem Mond interagieren kann in Minecraft. Nee, das... Ich glaube, das ist nur so. Das ist zierlich. Ich würde ja gerne alles fast offen lassen. Das ist so schön hier. Ja, aber du weißt, er weiß... Vielleicht kommen dann ein paar Zombies raufgekrochen im Berg und dann... Und das würde nicht so... Und ja, dann hast du das Ganze mal... Dann kommen sie rein und du kommst nicht mehr raus. Ja. Wir waren fleißig. In der Zeit, in der wir hier gemeinsam tätig waren, waren wir sehr fleißig. Eine schöne Küche haben wir gezaubert. Die wurde natürlich dann noch im Nachhinein ein bisschen renoviert. Und mit unserem kleinen Blick hier, unserem Luxusgang... Wo wir alles überschauen konnten. Die Villa Copacabana. Ach ja, und dort hinten im Dschungel. War da nicht unsere Dschungelbar? Weißt du das noch? Unsere Dschungelbar. So, wie bauen wir denn die Theke hier an? Wollen wir die hier ransetzen? Ja, ne? Oder kommt die Theke hier innen rein? Nee, hier Sitzmöglichkeiten. Ja, hier ist mehr so eine Lounge. So die Lounge. Also machen hier wir mal hier einen hin, ne? Genau. Woraus bauen wir die? Holz, rustikal. Eichenholz, oder? Genau. Holzscheite. Eine Holzscheite, richtig. Passt es denn von dem Platz? Ja, das passt doch. Bringen Sie den Mann. Ja, da wollten wir auch noch die ein oder andere Fete feiern, ne? So viele Pläne, die bald in Luft aufgehen, die sich auflösen, im Wind verstreut werden. Unser Fernseher. Ja. Ja, guck mal, wurde ein neuer Teppich hingezogen. Da haben wir ja damals unser Bett gehabt, haben wir hier so geschlafen. Jetzt sind jeden Morgen hier in alter Frische aufgestanden. Dann haben wir ja unser Dach noch weiter fortgebaut hier oben. So ein bisschen wohnlich alles geschaffen mit deinem Computer, wo du da deine Kack-Römer-Filme geguckt hast und sowas. Ja, und dabei hast du gar nicht gemerkt, dass ich entführt wurde. Hier aus meinem Bett. Das war ja dann mein späteres Schlafzimmer. Und es war immer traumhaft, hier aufzuwachen. Na, jeden Morgen konnte man hier einmal sehen, nach dem Schauen, was war, ja? Was hier passiert ist. Und das war dann letztendlich... Was ist denn hier passiert? Das war auf jeden Fall letztendlich hier unser eigentliches Lager gewesen. Na, da hängen noch die Totenschädel von Oldman, dessen Leichnam hier ja vergrottet ist. So, ich nehme mal ganz kurz die Sachen. Die brauche ich alle nicht mehr. Komm. Heilung. Ich glaube, die brauche ich wirklich nicht mehr. Aber, mein Freund, die Schaufel nehme ich auf jeden Fall mit. Denn es ist soweit. Ne? Der Moment ist gekommen. Ich habe ihn nicht herbeigesehnt, aber es ist unvermeidbar, dass wir auseinandergehen müssen eigentlich, ja? Beziehungsweise wir müssen einfach mal auf Wiedersehen sagen. Machen wir hier nochmal zu. Da sind wir nun. Stehen wir oben. Auf der Spitze unseres Zuckerhutes. Unserer eigentlichen Basis. Und ich habe mir gedacht, hier, wo alles angefangen hat, warum soll es hier nicht auch enden? Und wenn hier schon der Baum so schön steht, Christian, dann machen wir es einfach hier, ja? So. Das war's, mein Freund. Aber keine Sorge. Ich komme bald nach. Auf Wiedersehen. Moment. Ich habe noch eine Idee. So. Ganz kurz das Grünzeug hier weg. Machen. So. Also dann, Christian. Wir bleiben für immer Freunde. Thank you.
Wir haben gemeinsam gekämpft, gelacht und geweint. Und auch wenn nicht immer alles so verlief, wie wir es erhofft hatten, sind wir doch stets unserem Herzen gefolgt. Und genau das war es doch, was sich so verdammt richtig angefühlt hat. Nun ist es soweit. Ich bin bereit. Nun komm schon! Zeig mir, was du kannst! Ich werde nicht von der Stelle weichen! Denn ich akzeptiere mein Schicksal! Dies ist das Ende! Doch ich stehe noch! Ungebrochen blicke ich ihm entgegen! Denn ich werde nun endlich frei sein! Welch imposante Explosion! Viele Menschen mussten darin ihr Leben lassen. Das wird meinen Herrn sicherlich erfreuen.
Herr. Es ist alles genauso eingetreten, wie Sie es prophezeit haben. Die Karten sind gelegt. Das letzte Zeitalter ist angebrochen. Nun wird der Tod über diesen Planeten herrschen.